Was? Zwei Runden? Dann gucken wir mal. Ja, man merkt schon, also auch das Force-Feedback vom Lenkrad ist komplett anders. Oh, da muss ich mich dran gewöhnen. Vielleicht muss man da die Feedback-Einstellung, die Force-Feedback-Einstellung nochmal ändern. Speziell für Rallye ist das ein bisschen wenig. Also es ist ein ganz anderes Fahren, muss ich zugeben. Das muss man komplett neu lernen. Eieiei. Das ist komplett neues Fahrgefühl für Race, für Rallye. Also viel dezenter von den Rückmeldungen. Das Lenkrad, das rappelt nicht mehr so wie bekloppt. Auto reagiert auch ein bisschen anders. Ich glaube, es hat auch ein bisschen weniger Grip. Ja, wer am Anfang ein bisschen Gas wegnimmt, gewinnt den Kurvenausgang, oder? Hehe. Oh, Entschuldigung. Kontrolle ist alles. Und möglichst nicht diese dicken Huppel mitnehmen und auch nicht hier die Ecken rund fahren. Dann hat man im Prinzip schon gute Chancen. Das ist ein bisschen weit rausgetragen, aber noch verschmerzbar. Da ist ein Huppel. Hier ein bisschen weiter rechts anfahren in diese undurchsichtige Kurve rein.
enge Kurve in. Nächste enge Kurve, schön innen bleiben. Dasselbe hier nochmal. Hier gibt es auch ein paar üble Huppe. Wenn man die erwischt, dann hebt man teilweise sehr schräg ab. Und dann verreißt einem beim Aufkommen das Lenkrad. Dass wir hier ein bisschen aufpassen. Hier wird man schnell übermütig auf der Geraden und zu schnell. Ah, das war zum Beispiel ein so ein Huppel, der einen schräg weg. Das ist eine Ecke, die man gerne mitnimmt. So, hier wieder bremsen. Innen bleiben, schön. Also eigentlich ist das, finde ich, das Erfolgsrezept beim Rallye ist, die Nase relativ frühzeitig in die Kurve reinzustecken. Sprich, in die Innenkurve reinzuplatzieren, reinzudriften. Dann kommt man relativ eng in der Kurve, durch die Kurve durch und hat eigentlich immer gute Chancen. Oh, wow, da war er verrissen. Auf den Geraden ein bisschen Power geben, sonst wird man schnell mal überholt. Weil die KI halt schon teilweise auf Kamikaze-Art fährt und dann in der nächsten Kurve geradeaus schießt. Es wird dunkel, die Scheinwerfer gehen an, okay. Vor solchen Sprüngen immer ein bisschen Gas wegnehmen, damit man nicht zu weit springt. Eieiei. Und das Ziel, yes. Also, es ist ein komplett neues Fahren. Es ist ein komplett neues, ja, was heißt komplett neues? Es ist ein anderes Gefühl. Ja, seit dem Update hat sich was geändert an der Fahrphysik, an der am Grip, am Steuerungsverhalten, und es ist gut so. Es macht Spaß, es fühlt sich realistischer an. Und wie man sieht, es funktioniert immer noch. Ja. Das ist ein, zwei Wochenenden, in denen man sich dran gewöhnt hat und dann geht's wieder. Das einzige Lästige ist, dass man einige Autos neu tunen muss. So, die haben wir jetzt, durch die Berührung haben wir jetzt keinen Bonus bekommen. Auch nicht schlimm. So, man muss einige Autos, die halt die LPs etwas erhöht haben durch das Update, muss man runtertun wieder auf 600, 700, 800 Leistungspunkte. Das ist sehr nervig, aber das ist halt so, ne? Muss man sich dran gewöhnen. Der reale Rennsport hat ja auch ständig Änderungen im Reglement und da müssen die